Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenner ist Bud Spencer. Ja, und ich bin Terence Hill, genau. Ja. Wir heute am 24. Januar feiern den Geburtstag von Nastassja Kinski. Juhu! Nastassja Kinski ist 1961 geboren und bekannt aus, also eigentlich ihre erste bekannte Rolle war in dem Tatort Reifezeugnis, das war 1977. Mhm. Da hat sie so eine Lolita gespielt, nicht zu verwechseln mit Lodder. Ja. Lodder Matthäus ist ein anderer. Lolita. Der auch auf die Lolita steht. Oh, stimmt, Lolita Matthäus gab es ja auch. Ne? Ja. Selbe Ding. Lolita und Lodder. Komisch. Komisch früher, wie oder? Wie geil ist das? Lolita und Lodder. Lolita und Lodder. Ja, jedenfalls, die Nastassja Kinski war nicht die Ex von Lodder, sondern hat die Lolita in Tatort. Guck mal, hörst du? Polizei. Polizei. Oh. Polizei. Wir haben Lodder beleidigt. Ah, jetzt geht's Lodder. Los. Ach du Scheiße. Verhaftet. Hier direkt am Studio. Und sie haben uns nicht gefunden. Okay, ja, cool, die sind beide gefunden. Ja. So, hat dann auch so Filme gemacht wie Tess, Katzenmenschen und Paris, Texas. Kennst du ja, auch? Siehst du, ne? Hab ich schon gesagt. Ja, hast du, da hab haben wir schon mal eine Sendung gehabt. Neulich mal drüber gesprochen. Ja. Ja, Paris, Texas hat sie gemacht. Und, das war auch ein heißes Eisen. Das kann man gar nicht anders sagen. Ja, wobei, ihr Vater, der Klaus Kinski, hat sie ja komplett einen an der Waffel gehabt. Kann aber man gar fand nicht... ich aber auch cool irgendwie. Ja, es war schon gut anzusehen. Aber ja. Ich stell dir mal vor, du lebst mit so jemandem. Wow, hau ab. Alter. Nee, nee. Das ist eine Katastrophe. Da zum Amokläufer. Der war ja sogar in der WG mit Otto Walkes. Otto Walkes und Udo Lindenberg. Ja. Ja. Stell dir mal vor, Otto, das musst du mal reinziehen. Otto Walkes, ja. Klaus Kinski und Udo Lindenberg. Ja. Auf einem, die spielen dann irgendwie so Karten und trinken mal ein und sagen so, sagen sie dann irgendwie so und machen dann irgendwie Party und so und so. Stell dir mal vor, du kommst als Besucher, kommst du in diese WG. Ah. Und die sind schon, so wie WG halt sind, so ein bisschen angetrunken. Normalerweise ist ein Live-Channel, ja, heutzutage ein Live-Channel auf YouTube. Das Ding wäre absolut... Da musst du nur eine Kamera hinstellen und musst einfach laufen lassen. Ja. Ja, das kann, also, kann nur gut. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie die drei... Also nee, egal. Aber wir reden ja über die Tochter von Klaus Kinski, Nastassja Kinski. Genau. Heute Geburtstag am 24. Januar. Mhm. Am 24. Januar haben wir aber noch einen Fakt, der damals passiert ist. Ja. Haben wir? Nee. Haben wir nicht? Was ist das denn? Ach ja, guck mal, dass ich eine Zeile verguckt. Ja, versteckt. Ja, 2006 im Nordirak werden zwei Deutsche entführt. Ja. Ja, ist jetzt nicht lustig? Ja, René Bräunlich und Thomas Nitschke auf dem Weg zur Arbeit versteppt, dann 99 Tage in Geiselhaft ihre Entführer. In ihrem Heimatort in der Nähe von Leipzig wurden Mahnwachen abgehalten, um für die Freilassung zu beten. Man weiß nicht, ob Lösegeld gezahlt wurde. Ich denke mal schon. Aber jedenfalls nach 99 Tagen wurde sie dann freigelassen. Ja. Aber jetzt haben wir einen Fakt des Tages. Ja. Bin halt ein bisschen spät heute. Nicht spät, ist ja ganz oft so. Ja. Was ja auch gut sind manchmal. Fakt des Tages heute ist, während einer Schwangerschaft kann das Gehirn einer Frau schrumpfen. Okay. Ah. Oh je, guck mal, das ist schon wieder. Hörst du? Ja, die suchen uns immer noch. Die suchen uns immer noch. Wegen dem Lodder. Der Lodder, der hat es irgendwie drauf, ne? Ja, der schickt die Bullen los und sagt, egal wo ihr seid, sucht die, sucht die. LKA, BKA. Ja. Ja. Die haben schlecht über mich gesprochen. MAD, alles mit da. I'm not a child, hat er sich genau. Ja, genau. Also während einer Schwangerschaft kann das Gehirn einer Frau schrumpfen. Das muss meine Frau mal erzählen. Hat man ja ganz oft schon irgendwie vermutet, ne? Ich habe so ein bisschen in unserer Schwangerschaft ganz andere Phänomene beobachten können. Und zwar, die Frau nimmt ja zu in der Schwangerschaft. Das ist ja auch normal. Ne? Was halt passiert ist, parallel dazu habe ich auch mir schweren Ranzen angefressen. Du? Ja, man sieht es nicht mehr so richtig, aber es ist so. Warst du noch dicker? Meine Frau hat entbunden. Du nicht? Ich nicht. Das ist blöd, ne? Ja, sau dumm. Ja. Ja. Ach naja. Was soll's kommen? Ich meine, du kannst ja jederzeit wieder abnehmen. Ja. Und das Gehirn der Frau kann aber nicht mehr wachsen. Das ist doch mit Mannagold. Ist das so? Ja, es gibt ein flüssiges, trinkbares Gold. Damit wächst dein Gehirnpotenzial um ca. 20%. Wird behauptet. Ja.
Solltet ihr mal googeln, Mannagold. Mannagold. Okay. Mannagold. Ob das funktioniert, ob jemand es ausprobiert hat, könnt ihr mal in die Kommentare hier reinschreiben. Richtig, genau. Bin mal gespannt, was der da verzapft, ob das irgendwie so ein bisschen Wahrheitsgehalt hat. Hat hundertprozentig. Wir sehen uns morgen wieder am 25. Januar. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Ja. Schnell weg hier, bevor die Bullen uns holen. Ja, auf jeden Fall.